Burger und Babgrunne, so feierte Meghans Cousin die Hochzeit. Am Samstag war der große Augenblick endlich gekommen, Prinz Harry, 33, und Meghan Markle, 36, heirateten in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor. Damit wurde die frühere Schauspielerin zur Herzogin von Sussex und einem Mitglied der britischen Königsfamilie. Ihrer Verwandtschaft aus den USA feierte diesen bedeutenden Tag allerdings etwas anders, ihre Tante und ihr Cousin gönnten sich ein Frühstück bei Burger King. Bei ihrem Ausflug zu der Burgkette in Florida wurden Tessa und Nick Markle von der Mai abgelichtet. Dem Anlass entsprechend waren beide mit einer Pappkrone des Fastfood-Händlers ausgestattet. Wie der Cousin der frisch gebackenen Herzogin einem Reporter mitteilte, hätten er und seine Mutter die Hochzeit kurz zuvor im TV verfolgt. Ob sie mit den Fackelkronen wohl die royale Stimmung einfangen wollten? Bei der Trauung war letztendlich nur Mutter mit dabei. Die Sozialarbeiterin kämpfte während der gesamten Zeremonie tapfer gegen ihre Freudentränen an. Doch ihre angeheiratete Familie ließ die Amerikanerin nicht allein, Prinz Charles, 69, kümmerte sich vorbildlich um die stolze Mama.